Nach dem Skandal um die Vertuschung sexueller Gewalt gegen Minderjährige durch Priester wächst der Druck auf den Kölner Kardinal Wölki, dafür auch Verantwortung zu übernehmen. 14 von 15 der Kreis- und Stadtdekanten verlangten von Wölki und seinem Generalvikar nach Informationen der Bild-Zeitung persönliche Konsequenzen. Dekanten sind die regionalen Chefs im Erzbistum. Eine katholische Gemeinde in Düsseldorf hatte es zuvor abgelehnt, dass Wölki bei ihnen eine Firmung durchführt. Dafür fehle dem Kardinal die nötige Glaubwürdigkeit. Um darüber zu sprechen, ist morgen ein Treffen zwischen dem Kardinal und einigen Mitgliedern der Gemeinde geplant.